Und damit hallo und herzlich willkommen an die lieben YouTuber da draußen, an die YouTube-Zuschauer, zu Far Cry 5. Wir befinden uns im 12-Stunden-Livestream auf Twitch. Wer Bock hat, schaut doch gerne mal auf Twitch vorbei. Ich stream eigentlich relativ oft und wir starten heute in Far Cry 5. Ihr habt wahrscheinlich schon, oder einige von euch, mein Angezockt gesehen zu Far Cry 5. Waren 4 Parts oder so. Da durfte ich schon mal reingucken am Freitag. Heute ist Dienstag, der 27.03. Nochmal vielen, vielen Dank an Ubisoft für den Key. Und wir starten heute richtig. Das Angezockt war eher so, um den Leuten mal ein bisschen zu zeigen, wie Far Cry 5 denn so wird. Heute ist Release und heute starten wir richtig. Als kleines Leckerli quasi. Ich werde das nicht normal durchspielen. Wir haben im Livestream abgestimmt, es eher so ein bisschen Ninja-mäßig machen. Also schön mit Schleichen und nur da, wo es halt nicht möglich ist, da muss ich dann halt natürlich Action machen. Ab und zu variiere ich bestimmt auch mal, wenn mir zu viel Schleichen ist, dann werde ich auch mal volle Bulle reingehen. Aber ich finde Schleichen irgendwie cooler, schön mit Bogen, mit Schalldämpfer und so, das wird lustig. Deswegen starten wir jetzt in Far Cry 5, Profil wird angelegt. Ich muss auf jeden Fall neu anfangen, also ich möchte auch neu anfangen, weil bei dem Angezockt, dann haben wir uns alle drei Stadtteile halt quasi immer für 2 Stunden angeguckt. Und ich möchte jetzt immer erst einen Stadtteil fertig machen und dann den nächsten anfangen. Deswegen gehen wir auch auf ein neues Spiel. Wir spielen auf normal und spielen als Mann. Bestätigen können wir nicht nochmal ändern. Überschreiben machen wir auch. Dann würde ich sagen, geht's los mit Far Cry 5. Viel Spaß. Es wird nicht jeden Tag eine Folge kommen, glaube ich. Sondern ihr kriegt dafür dann aber jeden Tag, wo was kommt, immer gleich 1 bis 2 Stunden. So habe ich das jetzt mir gedacht, weil wir aktuell schon wieder 3 oder 4 verschiedene Let's Plays laufen haben. Und ob ihr nun jeden Tag eine 20-Minuten-Folge oder eine 30-Minuten-Folge kriegt oder alle 2 Tage eine Stundenfolge, dann nimmt sich das auch nichts. Genau. So, nicht wundern, ich werde ab und zu auf den Chat eingehen. Also es ist kein reines Let's Play, sondern ich spiele das zusammen mit dem Livestream-Chat. Wenn irgendwelche Fragen kommen oder irgendwelche Themen besprochen werden, dann werde ich darauf auch eingehen. Und ja, würde ich sagen, starten wir. Und gucken mal, der gute Vater. Montana. Big Sky Country. Der Treasure State. Die Menschen haben viele Namen dafür. Für mich ist es mein Zuhause. Ich habe mein ganzes Leben hier verbracht. Es ist immer noch unglaublich schön. Vielleicht haben wir deswegen nicht gesehen, wie hässlich diese Leute waren. Und alles wurde vollkommen... Guten Tag, Bruder. Du verstehst es nicht. Wir alle hielten diese Gruppe für lächerlich. Sie waren anders. Religiös. Militant. Es war eine gottverdammte Sekte. Der Kollaps steht bevor, meine Kinder. Zuerst kauften sie alle Farmen weit und breit, dann den Radiosender. Und schon bald gehörten ihnen sogar die verdammten Cops. Eine Art souveräner Religionsstaat. Und zwar gleich hier, vor unserer Nase. Niemand wird uns helfen. Die Regierung kümmert sich einen Scheiß. Wir sind Gott allein. Gott verlangt, dass wir die verlorenen Seelen retten, ob sie Rettung wollen oder nicht. Die Menschen wollen nicht glauben, dass solche Gruppen existieren. Die Leute haben Angst, Mann. Und einige wollen uns schaden? Einige wollen alles zerstören, was wir uns hier aufgebaut haben. Und einige werden uns verraten. Wir wissen nicht, zu was er fähig ist. Wer? Ihr Anführer. Joseph Seed. Sie nennen ihn den Vater. Und die in der Außenwelt sind blind. Sie haben keinen Glauben. Sie haben kein Vertrauen. Bitte nein, 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 nein! Ich zwinge sie zu sehen. Hey, Rookie! Rookie! Du verschwendest nur Zeit, hier gibt's kein Netz. Wir überqueren jetzt den Henbane. Schweinehund. Mein Gott. Wir sind offiziell im Peggyland. Wie weit ist es noch? Weit genug, um den Plan zu ändern. Wir könnten einfach umkommen.
missachten, Sheriff? Nein, Cameron. Ich will nur, dass du den ganzen Ernst unserer Lage begreifst. Joseph Seed, das ist kein Mann, mit dem man sich anlegt. Wir hatten schon mit ihm zu tun und das lief nicht immer glimpflich ab. Und manchmal ist es besser, es gut sein zu lassen. Ja, nun, die Gesetze gibt es nicht ohne Grund, Sheriff. Und Joseph Seed wird das auch begreifen. Brad, ich brauche Verbindung zur Leitstelle. Verstanden. Whitehorse an Leitstelle, over. Ja, und ich höre. Wir nähern uns dem Anwesen, Nancy. Over. Roger, Sheriff. Wollt ihr das wirklich durchziehen? Over. Wir, unglücklicherweise versuchen wir immer noch, den Marshall zur Vernunft zu bringen. Over. Alles klar. Er hat Glück, dass ich nicht da bin. Lasst mich wissen, wenn es Probleme gibt. Over. Verstanden. Over and out. Vielleicht hätten wir lieber Nancy mitnehmen sollen als den Neuen. Vor ihr hätten die Peggys Angst. Fred! Warum nennt ihr sie immer Peggys? Project at Eden's Gate, PEG, Peggys, so nennen sie die Einheimischen. Ja, vor ein paar Jahren fing alles ganz harmlos an, aber jetzt sind sie bis an die Zähne bewaffnet. Und zu allem bereit. Höre ich da Angst, Sheriff? Da wären wir. Das Anwesen ist unter uns. Ach, das ist eine schlechte Idee. Letzte Chance, Marshall. Wir gehen rein. Bring uns runter. Red, hab verstanden. Leitstelle, bitte melden. Ja, Sheriff. Ich höre. Wenn du in 15 Minuten nichts gehört hast, schick jeden Mann, wenn nötig, auch die Nationalgarde. Over. Jawohl, Sheriff. Ich werde für euch beten. Aufgepasst! Drei Regeln. Zusammenbleiben, Waffe im Holster lassen und ich übernehme das Reden. Verstanden? Verstanden. Rookie! Alles klar, Leute. Aufpassen! Los geht's! So, los geht's. Damit starten wir in Far Cry 5. Er wird in der Kirche sein. Bleibt an mir dran. Augen auf. Diese Leute kriegen leicht mal einen Schreck. Rookie, zu mir. Locker bleiben. Was wollen die denn hier? Ganz ruhig. Bleibt alle ganz ruhig. Nicht macht einfach euer Ding. Das hier geht euch nichts an. Aber die haben sich schon geil gemacht. Ich habe den Untertitel übrigens an. Man kann nicht jedes Problem mit einer Beziehung des Marschalls. Vater Joseph ist ein guter Mann. Vielleicht bist du doch nicht so dumm. Und wir spielen das Ganze auf der PlayStation Pro. Aktuell ist 4K aktiviert, aber auf Twitch zeige ich es eh nur in Full HD, also von daher, und ich glaube, jetzt kaum jemand von euch guckt sich das in 4, würde sich das in 4K angucken. Alter, hier geht's gut ab, Leute. Guck mal, Hundekampf auch noch. Guck mal, die küssen sich gleich. Der Vater macht schon was. Lassen uns hier einfach rumschubsen. Genau deswegen sind wir hier. Das können sie nicht machen. Rookie, schaff deinen Arsch hierher, wenn du weißt, was gut für dich ist. Ich komm ja schon. Oh, Marshall. Wir machen das hier auf meine Weise. Ruhig und besonnen. Verstanden? Na schön. Hudson an die Tür, deck uns den Rücken. Lass keinen dieser Leute hier rein. Rookie, folge mir. Und du? Mach. Einfach keine Dummheiten. Ganz ruhig, Sheriff. Du wirst deinen Namen bald in der Zeitung lesen. Wird schon werden. Etwas kommt auf uns zu. Ihr spürt es, oder? Dass wir auf den Abgrund zusteuern. Und dass der Tag der Abrechnung kommt. Deshalb haben wir das Projekt begonnen.
Weil wir wissen, was als nächstes geschieht. Sie werden kommen. Sie wollen uns alles abnehmen. Unsere Waffen. Unsere Freiheit. Unseren Glauben. Aber wir lassen sie nicht. Sheriff, hör los. Weder wird uns ihre Gier, noch ihre Unmoral, noch ihre Verdorbenheit je wieder Schmerz zufügen. Sheriff, es wird keine Schmerzen mehr geben. Nur einen Scheiß drauf. Joseph Seed. Ich habe hier einen Haftbefehl gegen Sie. Wegen des Verdachts auf Entführung mit dem Vorsatz der Körperverletzung. Nun, treten Sie vor und lassen die Hände da, wo ich Sie sehen kann. Na? Da sind Sie ja. Die Schlangen in unserem Garten. Und Sie holen mich. Sie kommen, um mich euch wegzunehmen. Sie kommen, um zu zerstören, was wir aufgebaut haben. Einen Moment! Nehmen Sie die Hand von der Waffe! Abwarten und ruhig bleiben! Ganz ruhig! Jetzt beruhigen wir uns! Wir wussten, dieser Tag kommt. Wir sind darauf vorbereitet. Geht. Los. Gott wird das nicht zulassen. Und ich sah, dass das Lamm das erste der sieben Siegel auftat. Und ich hörte eines der vier Wesen sagen, wie mit einer Donnerstimme, komm und sieh. Treten Sie vor. Und ich sah. Und siehe, ein fahles Pferd. Und die Hölle zog mit ihm einher. Rookie, leg den Mistkerl Handschellen an. Gott wird das nicht zulassen. So, Leute, und jetzt haben wir ja schon mal getestet. Wenn wir jetzt ewig warten, ich glaube 10 Minuten oder so, dann ist das Spiel vorbei. Dann hat man es durch quasi. Und wir machen es aber, wir wollen ja ein bisschen länger spielen. Nimm deine Freunde hier einfach weg. Nein. Manchmal ist es das Beste, es gut sein zu lassen. Gehen wir. So. Wir haben ihn in Gewahrsam genommen und hoffen mal, dass es nicht eskaliert, Leute. Wir müssen verdammt nochmal hier raus. Marshall, geh vor, wir bleiben rechts. Okay. Lass nicht zu. Bitte nochmal an den Livestream-Chat sagen, ob es laut genug ist. Ob ich laut genug bin, ob das Spiel laut genug ist, ob man alles versteht. Gerade jetzt, wo es ein bisschen lauter wird. Der Marshall hat Angst vor Hunden, seht ihr das? Da kommen schon die ersten Dosen und Steine geflogen. Wow.
Ich sagte doch, Gott lässt nicht zu, dass ihr mich mitnehmt. Leitstelle? Oh mein Gott! Hier ist alles in Ordnung. Niemand muss angerufen werden. Ja, Vater. Du seist gepriesen. Niemand kommt, um euch zu retten. Der Herr hat dich mit seiner Liebe beschützt. Alles entfaltet sich gemäß Gottes großem Plan. Ich bin immer noch hier bei euch. Das erste Siegel wurde gebrochen. Der Kollaps hat begonnen. Und wir nehmen uns, was wir brauchen. Und wir bewahren, was wir haben. Und wir töten alle, die sich uns in den Weg stellen. Und die... Die Boten des Untergangs werden die Wahrheit erkennen. Wir müssen raus. Lass die Ernte beginnen! Wir müssen sofort raus. Scheiße, wir müssen sofort raus hier. Die brennen. Gottes Wille. Das ist ihre Bestrafung. Was für ein Assi der Marshall eigentlich ist, dass er uns nicht mitnimmt. Anstatt zu helfen, rennt er weg. So, Leute. Schnell weg hier. Wuhu! Au! Das tut doch weh. Mit euren Paintball-Kugeln. Okay, schnell weg hier, Leute. Ganz, ganz schnell weg hier. Bisschen zickzack laufen. Okay. So. Kommen hier welche? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Wir haben das Freitag gespielt. Und ich weiß jetzt schon nicht mehr, was los ist. Ich muss auf jeden Fall wegrennen. Das so viel war klar. Aber ich weiß nicht, wo hier noch welche kamen. Oder ob hier noch welche kamen. Ach, an der Hütte, glaube ich. Ich sag, den Anfang haben wir ja schon mal gespielt. Jo, Entdeckungsanzeige, das ist klar. Wir gehen mal in Deckung. Geh in die Hocke und bleibe unauffällig. Das machen wir. So. Und jetzt holen wir uns den Typen, der hier steht. Ich habe ihn gefunden. Matthew, es ist schlimm. Das war ein Hinterhalt. Er ist tot. Wir müssen diese Sünder finden. Komm zum Sägewerk. Ich warte hier. Ich brauche hier Hilfe. Die Sünder könnten überall sein. Hört ihr mich? Wir haben ein Problem am Sägewerk. Behüte mich, Vater. Beschütze mich vor dem nahenden Kollaps. Führe meine Hand, auf dass sie jene niedersteckt, die unserem Projekt schaden wollen. Bäm, kriegt er gleich mal eine. So, wir haben eine Waffe aufgehoben. Wir können ja noch plündern. Munition, jo. Nehmen wir natürlich auf, die Waffe. Nehmen. So, jetzt sind wir schon mal ein bisschen, können wir uns ein bisschen verteidigen. Hier können wir doch das Rohr nehmen. Ach, ich kann nur eines von beiden nehmen? Nee. Ah, Basie. Sehr schön. So, Piste haben wir trotzdem noch. Genau. Nachladen. Und jetzt kann die Party beginnen. Was sind die hier eigentlich so rumstehen? Was sind das eigentlich für eine Erndertaler? Guck mal, hier haben wir noch Lünderns. Pistolenmuni. Polizeimuni. Ist klar, Chris, ist klar. Okay, wir müssen weiter, Leute. Wir müssen weiter. Die ganzen Irren sind noch hinter uns her. Schnell raus hier. So. Geiles Intro bis jetzt, ja, finde ich auch. Hallo? Hier ist Bert. Hallo? Ich habe sie verloren. Ich sehe einen Wohnwagen in der Nähe. Es liegt meiner langen Brücke. Ich versuche mal da reinzuschauen. Falls da draußen noch jemand ist. Falls noch jemand lebt. Okay, Leute, das kann ich jetzt nicht ninja-mäßig machen, weil. Doch, wir könnten dran vorbeilaufen, aber will ich nicht. Das Gute ist, dadurch, dass ich Freitag mich schon eingespielt habe, ist mein Aim nicht ganz so grottig, glaube ich, hoffe ich. Aber ihr wisst, ich und PlayStation Controller Aim ist halt, sind halt nicht die besten Freunde. Au! Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Manchmal sieht man die auch echt schlecht, aber wir müssen eh rennen. Aber wir machen spätestens
ab der ersten richtigen Mission, das hier ist noch das Intro, machen wir dann natürlich Ninja-mäßig. Hab ich voll Bock drauf. Gucken, wie patrouillieren die, wo laufen die lang. Okay, gehen wir erst nach links, holen den, dann gehen wir wieder nach rechts, holen den, sonst würde der mich sehen und so weiter. Rookie, tut mir leid. Ich dachte, dich hätt's erwischt. Komm schon, komm schon. Komm schon, sicher den Raum, Rookie. Oh Herrgott, ich hatte ja keine Ahnung. Fuck! Wir sperren die ganze Familie weg. Jeden einzelnen. Verdammte Psychopathen! Wir werden hier rauskommen, Rookie. Aber zuerst bewaffnen wir uns. Hier. Alles klar. Wir machen das jetzt so. Die Straße da draußen. Wir nehmen die und wir fahren nach Nordosten. Es sind wohl nur ein paar Stunden zurück nach Missoula. Und dann kommen wir zurück hierher mit der gottverdammten Nationalgarde und wir erledigen den Rest von... Okay, shh. So, let's get ready to rumble. Es hat Boom gemacht. Warum schießt er den hier vorne denn nicht kaputt, Mann? Ich hab die Truckschlüssel. Gib mir Deckung. Warte, guck, wenn die das Zeichen haben, dann leben die halt noch und können wiederbelebt werden. Und meistens rennen die dann da auch hin. Dann kann man die da auch hinlocken. So, wo sind sie? Wow, Alter! Komm her schon, komm her schon! Komm her schon! Hupt er mich an, die Sau! Was machst du da? Wir müssen hier schleunigst weg! Jawohl! Wir fahren, aufpassen! Bam! So, Verfolgungsjagd. Bist du okay? Vom Feinsten. Das war gute Arbeit. Ohne dich wäre ich tot. Wir müssen zurück. Aber wir müssen schlau sein. Wir wissen nicht, wem wir trauen können. Diese verdammte Nancy. Okay, okay, okay. Oh nein. Oh nein. Tja, Straßensperre. Die blockiert. Fest! Au. Alter, der ballert da durch. Alter! Der sollte sich eigentlich wieder... Der soll eigentlich wieder reingehen. Ja, ja, chill doch mal. Immer auf den Fahrer, Leute. Immer. Hinten im Truck ist eine Kiste Dynamit. Warte, dünn Dynamit. Wie der Fahrer nicht sterben will. Lass mich heilen. Heilen, heilen, heilen. Wir müssen sie abhängen. Bam. Okay, da hat das Dynamit mal funktioniert. Sag mir nicht, die haben Luftunterstützung. Was? Wo? Whoa, what? Ist klar, übertreibt halt. Wow, war ich das? Naja. Das ist ein bisschen Autorennen, Leute. Die schießen immer so Leuchtsignale hoch, immer wenn wir einen Checkpoint erreichen. Oh. Hat der Rocket Launcher gehabt? Eine Kuh.
Aber was ist das denn? Mörserfeuer oder was? Okay, jetzt dürfen wir es gleich geschafft haben. Alter! Schön in die Eier. Meine Kinder, wir müssen Gott danken. Der von mir prophezeite Tag ist gekommen. Alles, was ich euch sagte, ist nun wahr geworden. Die Beamten, die mich euch wegnehmen wollten, sind in der liebenden Obhut meiner Familie. Nur einer nicht. Weißt du, was das bedeutet? Das heißt, alle Straßen sind geschlossen. Die Telefonleitungen wurden gekappt. Das heißt, das Valley ist komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Vor allem heißt es, wir haben verkackt. Dieser verdammte Kollaps. Die glauben wirklich, dass die Welt untergeht. Darauf haben sie gewartet. Seit Jahren. Darauf, dass jemand herkommt, ihre Prophezeiung erfüllt und ihren gottverdammten heiligen Krieg anfängt. Genau das hast du getan. Das Klügste für mich wäre wohl, dich einfach an sie auszuliefern. Scheiße. Raus aus der Uniform, die verbrennen wir. Es sind frische Klamotten da. Los, zieh dich um. Und dann komm zu mir. Mal sehen, ob wir das wieder gerade biegen können. So, das war der gute Dutch. Der hat uns gefunden quasi. Und der ist auch gegen die Sekte. Auf jeden Fall ein ganz schöner Starkraucher. Hier fett die Zigarre. Naja, gucken wir mal. Wir sollen uns umziehen. Wechseln wir die Klamotten. Und jetzt können wir unseren Charakter ein bisschen anpassen. Allerdings, mega sinnlos. Man sieht den Charakter im Spiel nicht einmal. Das ist eigentlich nur für Multiplayer gedacht. Ja, Far Cry 5 hat Multiplayer, ist aber nicht ganz so geil. Das ist ähnlich, also quasi könnte man sagen, muss man ehrlich auch so sagen, ist ein schlechtes COD geworden und naja, ich find's nicht so geil.
Wir können uns einen Charakter aussuchen. Ich zeige euch kurz alle. Ich überlege gerade. Wir hatten immer die. Was hatten wir denn letztes Mal? Die drei, glaube ich. Ich finde aber den eigentlich auch ganz cool. Ein bisschen China-mäßig. Der sieht irgendwie so sympathisch aus. Ich schwanke zwischen 1 und 4. Ich nehme tatsächlich mal die 4. Die 1 hatten wir beim Angezockt. Müssen wir mal gucken. Welche Haardings wir nehmen. Das ist immer noch am besten. Fukuhila. Ich glaube, wir nehmen wieder hier dieses US-Marshall-mäßige. Das hier war das rübergekämmte. Passt zu dem natürlich auch. Sieht ein bisschen aus wie ein Pilot dann. Vor allem blond. Nee. Ja, wir nehmen das wieder. So. Endgültig. So, Oberkörper. Können wir wieder Klamotten aussuchen. Ich weiß jetzt gar nicht, was davon DLC ist. Ich spiele die Gold Edition. Da hat man lauter DLCs dabei. Beziehungsweise lauter Add-ons, was Klamotten und Fahrzeuge angeht. Und ich glaube, dieses Glory, weiß nicht, ob man das von Anfang an hat. Auf jeden Fall finde ich das nicht so geil. Ich nehme wieder das Blaue. Und Unterkörper nehmen wir auch, die Jeans. Ich finde die Sachen halt alle nicht so geil. Ich meine, klar, hier das Tarn geht auch noch, aber Camouflage ist out, Leute. Camouflage ist out. Tut mir leid, wenn jemand zu Hause von euch per Privat noch mit Camouflage rumläuft. Seht es ein, Camouflage ist sowas von 2000. wir können noch ein Cappy anziehen. Hände, fand ich immer die toten Dings hier, die Skeletthandschuhe ganz cool. Und das war's dann auch schon. Bestätigen das Ganze. Ab geht der Peter. So, weiter geht's. Wir können hier noch ein bisschen looten. Jetzt haben wir schon ein First Aid Kit. Funk abhören. Das hört sich ja nicht gut an. Sie werden uns alle töten. Das werden wir natürlich verhindern, Leute. Ich sehe gerade, ich sehe in der Kamera ganz schön rot aus. Das liegt daran, dass da hinten die Sonne ins Fenster knallt und dann regelt meine Kamera das ein bisschen scheiße. Ich hatte gestern auch ein neues Donation-Ziel, das meine liebe Community sofort erfüllt hat. Nochmal tausend Dank dafür. Ich hole mir jetzt eine neue Kamera. Jetzt sollen wir erstmal mit das reden. Dutch. Ich habe mich da eben nicht richtig vorgestellt. Die meisten Leute nennen mich Dutch. Ich versuche mir zusammenzureimen, was da oben vor sich geht. Nichts Gutes. Nach allem, was ich weiß, leben deine Partner noch. Anscheinend noch. Wurden sie aufgeteilt. Jeder ist bei einem anderen Mitglied von Josephs Familie. Du willst sie zurück. Verstehe ich. Von mir wurden auch Freunde entführt. Das Problem ist, es kommt keine Hilfe. Keiner weiß, was hier los ist. Und das wird sich erst ändern, wenn es zu spät ist. Es muss da draußen Leute geben, die sich gegen die Sekte wehren wollen. Wir müssen ihnen einfach nur zeigen, wie. Wir müssen einen Widerstand organisieren. Als allererstes müssen wir deshalb die Kontrolle über diese Insel erlangen. Sobald wir etwas Spielraum haben, überlegen wir unseren nächsten Schritt. In dem Safe da drüben sind eine Waffe und eine Karte. Nimm sie dir. Ich funk dich an, sobald du dich orientiert hast. Okay. Genau, nicht wundern, wenn ich ab und zu mal Wutanfälle kriege, wenn so ein Radio spielt, ich da hingehe und das kaputt boxe. YouTube hat sich da gerne mal so ein bisschen ein paar Probleme mit der Musik. Deswegen muss ich die mal ausmachen. Bisschen schade, aber es ist nun mal lizenzierte Musik. Und deswegen ist das ein bisschen kacke. So, Faith die Sirene. Keiner weiß, wie da der Verwandtschaftsgrad aussieht. Anscheinend ist sie einfach. Leute, ich lese das jetzt nicht alles, also es gibt Faith, das ist die
Tochter, aber keiner weiß, ob sie überhaupt verwandt ist mit ihm. Das ist eine, die manipuliert, aber im Endeffekt benutzt sie nur Drogen dafür, um die Leute gefügig zu machen. Sehr geiles, geiler Stadtteil. Es gibt 3 Stadtteile, das seht ihr gleich. Ihr Stadtteil gefällt mir am liebsten, deswegen hebe ich mir den bis zum Schluss auf. Also die Leute, die unbedingt Faith sehen wollen, ihr müsst euch ein bisschen gedulden, weil der Stadtteil ist richtig geil. Die rennen da rum wie Zombies. Dann gibt es natürlich den Joseph Seed, das ist der Vater. Dann haben wir noch den Jacob, das ist sein ältester Bruder. Und dann noch der, Moment, ich muss gucken, John, der Täufer. So, das war's mit der Family. Die lernen wir aber alle noch kennen im Spiel. Und gucken mal. So, wir haben soweit alles gelootet, wir konnten aber irgendwo noch, wartet mal, den Schlüssel finden. Lesen. Irgendwo konnten wir, oh, Aquarium. Irgendwo konnten wir noch einen Schlüssel finden. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wo. Hier ist noch ein Anrufbeantworter. Dutch, bist du da? Hier ist Ray Ray. Was zum Teufel ist da los? Wir hörten eine Menge Schüsse und ich schwöre, das vorhin war kein Donner, sondern eine Reihe von Explosionen. Boomer dreht durch und will sich nicht beruhigen. Sind das schon wieder diese Peggys? Wie viel lassen wir uns noch gefallen? Egal, ruf mich zurück, wenn du kannst. Und pass auf dich auf. Okay. Irgendwo konnten wir noch seinen Schlüssel finden. 1, 2, 1, 2, Mic check, 1, 2. Ist da wer? Hört mich jemand? Ach, hier drin, stimmt. Ach. Eli? Eli, bist du da? Eli, so, und jetzt können wir nämlich hier rein. Das vergessen viele, hier einfach reinzugehen, aufzuschließen. Weil hier gibt es noch gut Loot. Ganz wichtig, ganz wichtig, ganz wichtig. Jetzt sehen wir auch noch ein paar Waffen. Können wir leider nicht mitnehmen. Auf jeden Fall aber Loot. Und dann können wir hier noch einen Zettel lesen. Den finde ich ganz lustig. Dad, wir werden dich nicht mehr besuchen. Das letzte Mal hat das Fass zum Überlaufen gebracht. Wir hatten dir gesagt, dass wir nicht wollen, dass Ricky eine Waffe abfeuert. Aber du hörst ja einfach nicht. Er hätte sich umbringen können. Mein Sohn wird nicht im festen Glauben aufwachsen, dass das Ende der Welt unmittelbar bevorsteht. Er ist 5 Jahre alt. 5, überlegt euch. 5 Jahre alt und hat eine Waffe abgefeuert. Der Dutch-Junge, der geht auf jeden Fall gut ab mit der Erziehung. Und hat Albträume wegen eines Atomkriegs mit 5. Was stimmt bloß mit dir nicht? Ich dachte, das hätten wir hinter uns. Aber du änderst dich nie. Anna hat eine Stelle in einer Universität in Texas angenommen. Ich finde dort auch leicht Arbeit. Die Adresse schicke ich dir nicht. Es tut mir leid, Dad. Ich hoffe, dass du eines Tages Hilfe bekommst, die du brauchst. Ruby. Mit 5, Alter. Da hat er Albträume vom Atomkrieg und eine Waffe abgefeuert. Geil. So muss das. Hier ist auch nochmal so ein Brief gewesen. Lieber Roswell, ich würde gerne einen Konflikt. Ja, er sammelt halt, das finde ich halt ein bisschen lame so. Der sammelt Wasser, Trinkwasser und hat natürlich die Sekte nicht gefragt und die wollen ihn jetzt verklagen, weil er Trinkwasser sammelt, wenn es regnet. So habe ich das, glaube ich, noch im Hinterkopf. Oh, haben wir da was? Was? Ich war das nicht. Das war, stand da locker. Ich bin weg. Da ist irgendwas runtergefallen. Hoppala. So, hier haben wir noch eine Schaufel. Jupp, Waffenrad. Das ist das Waffenrad. Nahkampfwaffe können wir noch hin und her switchen. Wir behalten mal die Schaufel. Aktuell haben wir noch nicht so viel Waffen, aber das ändert sich ganz, ganz schnell. Und ich werde auch, man kann das im Koop übrigens spielen, wer Bock hat, das mit einem Kumpel zusammen zu spielen, Attacke, macht bestimmt mega Spaß. Aktuell habe ich aber niemanden, der sich das geholt hat für die PlayStation 2, wo ich dem ich vertrauen kann, der Zeit hat und ja, da ich gerade Urlaub habe und heute zum Beispiel auch einen 12-Stunden-Stream durchratter. Hör mal zu, wenn du einen Widerstand aufbauen willst, gibt es ein paar Sachen, die du wissen musst. Du hast im Grunde 4 Möglichkeiten. Du kannst alle Geiseln befreien, die Sekte genommen hat. Das sind gute Leute, die vielleicht an deiner Seite kämpfen, wenn du ihnen hilfst. Du kannst das Eigentum von Eden's Gate zerstören, das quasi allgegenwärtig ist. Scheiße, allein auf dieser Insel haben sie 2 verdammte Schreine gebaut. Oder nimm Widerstandsmissionen an. Es gibt eine Menge Leute da draußen, die ihren Privatkrieg gegen die Sekte führen und sicher jede Hilfe gebrauchen können. Und wenn du wirklich kämpfen willst, dann kannst du die Sektenaußenposten einnehmen, die es hier plötzlich überall gibt. Wenn du sie befreist, kann der Widerstand so richtig Fuß fassen und gegen Eden's Gate zurückschlagen. Okay, ich höre gerade, ich habe PlayStation 2 gesagt. Ich meine natürlich für die PlayStation 4, kann man im Koop spielen. Aber wie gesagt, ich suchte das jetzt die Woche, ich habe Urlaub, Resturlaub. Ich habe auf diese Insel
melde mich, falls ich irgendwas Nützliches bemerke. Fürs Erste solltest du sämtliche Kultisten in Richtung Süden erledigen und den Bedürftigen helfen, okay? Dutch out. Dutch out. Genau, und dadurch, dass ich die Woche suchte, habe ich halt einfach auch so schnell keinen gefunden, der so viel Zeit hat und so. So, wir müssen den ersten Zivilisten befreien. Mit einer Schaufel. Ah ne, wir haben auch noch die Knarre, wa? Aber machen wir nicht, wir machen Ninja, haben wir gesagt. Der legt den auseinander und sie läuft Patrouille. Dem Willen des Vaters widersetzt sich niemand lange. Und bam. Noch ein, wenn du den noch einmal haust, sag ich dir. Ein Schlag noch. Kriegst du die Schaufel ab. Lass die Wahl. Ich hab's dir gesagt. Bing. So, wir Waffenrad. So. Und befreien. Bitteschön. Die Frage ist, woher wissen die denn eigentlich? Wir haben unsere Sachen abgelegt. Wir sehen komplett anders aus. Woher wissen die, dass wir der Deputy sind? Kann mir das jemand verraten? Das ist nämlich ein bisschen unlogisch. So, nicht abschrecken lassen von der Grafik. Hier ist halt ein bisschen neblig auf Dust Island. hier ist ein bisschen neblig, deswegen sieht die Grafik so ein bisschen milchig aus, finde ich. Wenn wir nachher aber auf die richtige Insel kommen, dann sieht das hier alles viel, viel schöner aus. Und ich war tatsächlich wann haben wir nochmal gespielt? Samstag, glaube ich. Ein bisschen geflasht, wie doll gut die Grafik dann aussah. So, Anrufbeantworter. Hey, Henry. Ich bin hier am Waldrand, da, wo du das Feuer gesehen haben willst. Ich weiß nicht, warum dieser Angeber so dicht über den Baumwipfeln fliegen musste. Aber jetzt fliegt hier sowieso gerade keiner. Diese Rauchwolke ist ziemlich dicht. Aber ich muss mir das mal näher anschauen. Was ich nicht verstehe, was treiben diese ganzen Peggys hier draußen? Es gibt einen ganzen Haufen von ihnen im Wald. Die rufen, als ob sie jemanden suchen würden. Ich weiß nicht, ob sie damit was zu tun haben. Hier kommen sie ziemlich abgeranzt vor und... Heilige Scheiße! Hier ist gerade ein Pickup vorbeigerast. Hinten drauf saßen ganz viele Peggys mit Schrotflinten. Ich werde mal... Ach so Scheiße! Ich glaube, die hat sich verabschiedet. So, wir haben hier noch was zu lesen. Die Ernte hat begonnen. Der Vater hat uns aufgetragen, diese Schreine in den ganzen Regionen aufzubauen, um sein Wort zu verbreiten. Sobald sie errichtet sind, werden die Sünder versuchen, sie zu schänden. Deshalb müssen wir sie um jeden Preis verteidigen. Wir stellen diese Schreine auf, damit die Weisheit des Vaters hier Wurzeln schlagen und wachsen kann. Fürs Eden's Gate. Für Eden's Gate, genau. So, das heißt, hier in der Nähe muss irgendwo ein Schrein sein. Ey, was ist eigentlich mit dem Typen da unten? Achso, wir haben noch nicht mit dem geredet, wa? Ja. Gut, dass ich so früh aufgestanden bin. Diese bekloppten Fanatiker sind außer Kontrolle. Ich glaube, es gibt ein Prepper-Lager in der Nähe vom Bootshaus, falls du dich schützen willst. Die haben da sicher gute Ausrüstung gehortet. So, das meinte ich, das Prepper-Lager. Und irgendwo musste hier noch ein Schrein sein. Wie gesagt, Dust Island. Haben wir schon gespielt. Komplett. Und hier unten war das. Genau, das müssen wir einfach hochjagen. Habe ich eigentlich schon irgendwie eine Granate oder so? Achso, wir haben ja gesagt Ninja-Style. Jetzt muss ich nur mal gucken. Drei Leute. Man kann ja auch so schön das Fernglas nehmen und alle markieren. Zack. Das finde ich immer ganz praktisch. Dann ducken wir uns und rein ins Gras. So, dann gucken wir mal. Pinaris guckt lieber Stream anstatt zu arbeiten. Wenn das dein Chef mitkriegt. Okay, was machen die? Der läuft darum und der andere, der schraubt da. Okay, dann. Okay, cool, schnell, beeilig. Oh, jetzt steht er auf. Warum steht er auf? Und der andere hat es nicht mitbekommen. Oh, ich muss aufpassen, ihr seht, ich sehe ein bisschen verschwommen. Beim Jagen in diesen Bergen hatte ich ein paar der besten Stunden meines Lebens. Hua! Muss ja nicht immer Geballer sein, Leute. Und ich finde das einfach viel anspruchsvoller. Und der Chat meinte auch, am Samstag, glaube ich. Ja, Samstag habe ich nochmal so Kamikaze-Aktionen gemacht. Dass es ein bisschen spannender ist zum Zusehen. Das finde ich nämlich auch. Als wenn ich die ganze Zeit immer nur rumballer, ja, wow, dann ist es halt ein Shooter. Aber wenn wir das so schön leise machen und nachher, wir haben auch dann geile Waffen, geile Nahkampfwaffen. Klar, jetzt haben wir nur eine Schaufel.
ist vielleicht nicht ganz so geil, aber nachher haben wir dann noch so Baseballschläger mit Stacheldraht drum oder einen Hammer und so. Da können wir schon coole Sachen machen, glaube ich. Deswegen gucken wir mal. So, wir müssen das hochjagen. Ich muss überleg mal, haben wir eine... Ja, wir haben eine Granate. Bam! Buh, ha, 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 ha. So. Hätten wir das auch geklärt. Ich werde die immer mal looten. Scheiße, hör zu. Ich habe gerade gesehen, wie die Sekte unten an den Docks einen Typen einkassiert hat. Wenn du ihm hilfst, wird er dir vielleicht später mit der Waffe zur Seite stehen. Genau. Da kommen wir jetzt schon zur ersten Story-Quest. Hilfe auf Abruf. Und das werden wir auch machen, weil, dann kann ich euch gleich mal zeigen, wie das ist, wenn man nicht Koop spielt. Denn wenn man nicht Koop spielt, dann, kann man die Leute anheuern. Und da gibt es eine richtig geile, ich muss nachher mal gucken, wie die hieß. Denn wenn man die als Begleiterin hat, ja okay, komm, wir holen uns schnell das da, weil da weiß ich, da gibt es einen Schatz. Schatz, quasi. Genau, wenn man die als Begleiterin hat, dann greift man keine wilden Tiere an und das ist viel, viel wert. Die werden wir uns, glaube ich, als erstes holen. Hi Mike, ich wollte das unterirdische Versteck, ich wollte in das unterirdische Versteck, aber es gab einen riesen Rohrbruch und alles ist überflutet. Ich weiß nicht, was davon noch brauchbar ist. Wir brauchen Saft, damit die Pumpe das Wasser abpumpen kann. Ich weiß, dass der Schalter im Bootshaus ist, aber der ist abgeschlossen. Und du hast mir den Schlüssel nicht dagelassen. Ich überlasse es dir. So, weil wir müssen hier runter auf jeden Fall. Aber da ist halt Wasser und wir müssen die Pumpe anschalten. Jungspund, das ist das große Los. Ein Prepper-Versteck. Wenn du es da hineinschaffst, wartet in der Regel ein ganzer Haufen nützlicher Kram, den jemand sicher verstaut hat. Schau ruhig mal nach. Yes, so und hier kommen wir nicht rein. Ist abgeschlossen. Schlüssel benötigt. Natürlich, Kamikaze-mäßig müssen wir mal unten drunter durchschwimmen. Ach, hier gibt es wieder Fische. Ich freue mich schon aufs Angeln, Leute. Angeln ist auch super. Man kann ja nämlich angeln. Angeln macht Spaß. Ja, stimmt. Jazz hieß die. Danke für den Tipp. Hier ist der Schlüssel. Für den Strom. Da können wir aufschließen. Und looten. Immer schön looten. Guck mal, Paddel ist auch lustig. Wir tauschen mal Paddel. So. Und schalten den Strom an. Genau, Jesse ist die. Vielen, vielen Dank. Ja. Okay, wir sind draußen. Wir können noch looten. Immer schön looten, Leute. Immer looten, 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 looten. Wir brauchen nämlich Muni und Geld und all das, das hell. So, jetzt haben wir den Strom angestellt. Das heißt, wir sprinten da hoch und holen uns erstmal den Loot aus dem Versteck. Und danach retten wir den Typen am Dock. So, wir müssen... Warte, müssen wir erst anmachen? Ne, wir müssen hier... Pumpe. Achtung, jetzt kommt die schlechteste Wasseranimation, die ich kenne. Hier kommt zwar Wasser raus, ja, aber hier passiert einfach nichts. Und das finde ich ein bisschen schade. Das hätte man schon geil animieren können, wenn man Zeit hätte. Zeit und Geld wahrscheinlich. So, und jetzt sind wir unten im Lager quasi, in dem Versteck. Gucken uns hier mal um. Der sagt, hier gibt es alles zu finden für eine Bombe, aber letztes Mal gab es hier nicht alles. Leider. Versunkene Schätze abgeschlossen. Wir nehmen auf jeden Fall den Bogen mit. Ich liebe den Bogen. Den habe ich am Freitag, wo wir getestet haben, sofort lieben gelernt. Wir haben 12 Schuss und ich feiere diesen Bogen einfach sowas von. So, wir haben Verschluss. Wenn du Eindruck hinterlassen möchtest, stell Sprengstoff her. Ja, ja. Sprengstoff können wir herstellen. Zum Glück haben die Leute alle Materialien gehortet, die man dafür braucht. Schnapp sie dir und fang an zu basteln. So, jetzt sagt er, zum Glück haben die alle Materialien gehortet, die man braucht zum Herstellen, ja. Haben die aber gar nicht. Wenn ich jetzt aufs Waffenrad gehe und Sprengstoff herstellen möchte, doch, haben sie. Diesmal haben sie es. Ach, das meinte der Döner-Miet. Aber letztes Mal hat mir irgendwas gefehlt, würde ich sagen. Schnaps fehlt uns zum Beispiel. Und Sprengkapseln hatten gefehlt. Schade, Sprengkapseln sind nicht, aber Döner-Meat gibt's hier. So, wir nehmen den Bogen auf jeden Fall mit. Das Geld natürlich auch. So. Nice. Ab geht er, Peter. Weil der Bogen ist richtig geil. Der ist A, lautlos und B, fliegt der auch ganz geil. Also die Pfeile fliegen ganz geil. Und jetzt retten wir erstmal das arme Würstchen da hinten am Strand. Müssen mal gucken, das dürften zwei sein.
Jetzt. Okay, wir müssen uns eigentlich erst die da holen, die da aufpasst. Machen wir. Wie gesagt, wir machen das leise. Ich bin mal gespannt, wie lange ich es leise hinkriege. Am Samstag, wo ich gezockt habe, habe ich das echt gut hingekriegt. Da habe ich so ein großes Lager komplett lautlos weggemacht. Außer den letzten, das war halt so ein gepanzerter Typ. Den konnte ich noch nicht. Gabel schreibt gerade, er hat in Far Cry 4 Bogen geliebt. Okay, aber hier ist er auch richtig geil. Ich kann mich leider nicht mehr so an Far Cry 4 erinnern. Das war da, wo die Freunde da gefangen genommen worden, wa? Headshot voll ins Knie, Alter. Daryl wäre stolz auf mich, Leute. Oh, ich habe die neue The Walking Dead Folge noch nicht geguckt. Muss ich auch noch nachholen. So, Diggi, habt dich befreit. Was sagst du dazu? Ich will kämpfen. Das Geile ist, man nimmt die Pfeile auch immer wieder auf. Das finde ich auch geil. Erledigt. Danke. So, und der Typ zum Beispiel jetzt, der hat... Moment. Okay, ihr seht es jetzt gerade nicht. Aber eigentlich haben die so ein... Nicht so ein gelbes Dreieck über dem Kopf. Viereck, sondern ein weißes. Und da weiß man, man kann die anheuern. Und den sollen wir sogar anheuern. Ich habe eine Rechnung mit der Sekte offen. Okay. Hey, Deputy. Jetzt, wo du in Begleitung bist, solltet ihr zwei euch mal auf den Weg zur Waldforschungsstation machen. Da wimmelt es von Kultisten. Das ist so eine Art Depot für ihr verdammtes Bliss. Schaltet sie aus und zeigt ihnen, dass wir uns nicht mehr rumschubsen lassen. Jetzt geht's ab, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab, sagt er. So. Hey, Peggy ist da drüben. Das Geile ist, mit so einem Typen, der einem folgt... Genau, den können wir befehlen. Und das finde ich richtig geil. Und solange der unentdeckt startet, also wenn ich jetzt hier in einem Busch bin, oder der jetzt in einem Busch ist und du irgendwo sagst, der soll irgendwo hingehen, dann passt er auf, dass er nicht entdeckt wird. Das finde ich ganz geil. Erstmal machen wir hier wieder. So, wir wollen das wieder taktisch klug machen. Da ist noch einer. Okay. Taktisch klug, Leute. Jetzt müssen wir mal gucken. War das noch einer? Dann sage ich doch mal dem Typen, der soll dahinter gehen. Unterwegs. Deck mich. Und den da erstmal wegholen. Alter, du hast gesagt, du bleibst unentdeckt. So wie du da lang flitzt, dann entdecken die dich innerhalb von 5 Sekunden. Der gute Luke. Können wir dem mal kurz zugucken? Hier immer lang. Die sind immer voll euphorisch. So. Ja genau, an die Leute, die neu in den Chat gekommen sind, Gewinnspiel läuft, Ausrufezeichen Gewinn eingeben. Oh, jetzt hat er mich fast entdeckt. Krass. So, okay, der Typ ist jetzt da hinten. Bin ich hier nicht im Gras? Wieso ist denn hier kein Gras? Ich dachte, ich bin im Gras. Ach, hier ist ein Busch. So, dann bleiben wir hier. Sehen wir auch alles. So, und jetzt können wir dem sagen, wen er angreifen soll. Die Frage ist, er soll ja nicht entdeckt werden. Wenn er jetzt den da hinten holt, den da. Ich frage mich, ob der den dann. Obwohl, jetzt dürft dann kriegen. Also gut. Ich überrasche sie. Jo, Mann, hol den leise, bitte. Guck mal, ob Luke das hinkriegt. Und das ist halt das Geile, wenn man zu zweit spielt. Wo ist der denn eigentlich? Guck mal, der ist ganz weit hinten. Und das Geile, wenn man zu zweit spielt, dann kann man sich absprechen und so. Aber ich finde es geil auch, dass man die Funktion hat, dass man den computergesteuerten Typi. Okay, hat keiner mitgekriegt. Das Ding ist, jetzt können wir das echt leise machen. Beim Angezockt habe ich das nicht leise gemacht. Wir müssen nur mal gucken. Der Typ, der die ganze Zeit die Fässer trägt, ist der Einzige, der patrouilliert. Wir holen uns jetzt erst den da. Und dann holen wir uns den da. Ich weiß nicht, ob der da mich jetzt sieht da oben, aber eigentlich dürfte der mich nicht sehen. Oh, das ist einer mit Basie. So, schön leise, Leute. Damn. Es gibt nämlich immer so, 100 Pro gibt es so bestimmte Vorgehensweisen. So, ich drum, sagen wir mal, wir nummerieren die durch, dass man erst 1, dann 2, dann 3, dann 4 und so töten muss. Damit die einen nicht entdecken. Natürlich will ich es auch nicht so in die Länge ziehen. Mal, da ist jetzt die 2. Man holt den da.
Ich muss jetzt nur noch den da holen. Ich mach noch 5 Meilen vorm Schlafen. Amen. Man kriegt die alles gar nicht mit. Dann sagen wir doch unserem Typi, der soll den da holen. Guter Plan. Mal gucken, wie er das anstellt. Ich will jetzt nur mal gucken, wie er es anstellt. Ob er es so macht, dass er ihn nicht sieht. Alter, wie er langflitzt. Guckt euch das an. So, haben wir's. Mag die Melodie auch. Kann man den nicht looten? Krass, aber mein Pfeil? Hab ich meinen Pfeil wieder? Die Forschungsstation ist geräumt. Sehr gut. Ihr habt ihnen den Arsch versohlt und die Peggys kommen sicher nicht so schnell zurück. Und wenn du schon mal da bist, sieh dich um, ob es noch Überlebende gibt. So, hätten wir das auch geklärt. Haben wir leise hingekriegt. Finde ich gut. Und hier haben wir noch einen Überlebenden. Heilige Scheiße, Mann. Danke. Bitte. Bitte, bitte. Die Ernte hat begonnen. Der Vater, blabiblub, mit den Schreien. Ja, das kennen wir schon. Ich muss meinem Schutzengel danken. So, hier, seht ihr das? Der hat so ein Dings da über dem Kopf. Mit dem müssen wir reden. Die Sekte treibt sich schon seit Wochen auf der Insel herum. Sieht so aus, als wollten sie eine Operationsbasis in dieser alten Ranger-Station einrichten. So. Können wir hier noch irgendwas looten? Hier ist noch nehmen. Was nehmen wir denn? Wo ist denn hier was? Nee, ach, da Geld. Ja, Geld nehmen wir gerne. Guck mal hier, die bauen noch hier, die machen auch Drogen. Walter White, ich sag's euch. Ach stimmt, der Dutch. Das habt ihr nicht drauf geachtet. Dutch sieht ein bisschen aus wie Walter White. So, hier, der hat auch einen Punkt drüber. Ich glaub nicht an Glück, aber verdammt nochmal, ich sollte tot sein. Und ich glaube, wenn wir jetzt den da nicht hätten, den Luke, dann könnten wir den auch anheuern. Auf jeden Fall haben die immer so ein Pippel da über dem Kopf. Nicht weit von hier habe ich meinen ersten Hirsch geschossen. Wow. Okay, wir gehen weiter, Leute. So. Gucken wir mal. Wir haben da oben noch so eine Radiostation oder was das war. Wie gesagt, hier sieht das jetzt so ein bisschen neblig aus. Aber gleich wird die Grafik schöner, sobald wir die Insel verlassen. Können wir durch den Wald laufen, dann seht ihr so ein bisschen Waldfeeling noch. Guck mal. Knack, knack, knack. Da ist die Radiostation. Ne, das ist nicht die Radiostation. Die Radiostation war hier hinten. Da. So, die müssen wir noch befreien. Und dann geht's blind weiter quasi. Also wie gesagt, Dutch Island kenne ich schon. Aber danach geht's dann blind weiter mit den Missionen. Und ich werde das versuchen, wie gesagt, ein bisschen im Ninja-Modus leise zu machen. Finde ich irgendwie geiler. Hab ich mehr Bock drauf. Wird zwar nicht immer gelingen, aber scheiß drauf. Gucken wir mal. So, und hier haben wir wieder... Hier müssen wir wieder Leute befreien. Wir haben wieder Leute gequält. Bin unterwegs. Achtung, böse Jungs. Achtung, böse Jungs. Okay. So, dann gucken wir mal. Können wir hier rein? Oh. Konzentriere dich mal auf die Arbeit. Kann man den durchs Fenster ziehen? Jetzt riskiere ich zwar, dass es nicht leise klappt, aber ich will es testen. Funktioniert. Vielen Dank fürs Followen, herzlich willkommen. Sind es nur noch 3 oder was? Hab ich einen übersehen? Das wäre ganz schön easy. Ich mag das. Nice. Haben wir doch schön gemacht. Ich fand's schön. Wisst ihr, was nur scheiße ist? Jetzt ist mein Pfeil weg. Und da ist wieder dieses Kackradio an, Leute. Und jetzt muss ich immer ein bisschen reden, weil YouTube sonst die Musik erkennt und dann ist alles scheiße. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Oh, wow, 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 wow. Ich wollte eigentlich nur die Nahkampfwaffe haben. Hab aus Versehen eine Granate gemacht und hab den
Hat keiner gesehen, Leute. Hat keiner gesehen. Ich wollte nur das Radio kaputt boxen und habe aus Versehen eine Granate geschmissen. Kann ja mal passieren. Neuer Ort entdeckt. Zentraler Funkturm. Karte öffnen. So. Jetzt zeige ich euch mal die Karte. Wir zoomen mal weg. Halt, weg. Ah, ich komme noch nicht runter von der Karte. Ich komme noch nicht runter von der Karte. Gut. Ja, mein Gott. Haben wir den da kurz mal weggesprengt. Hier haben wir wieder Anrufbeantworter. Hören wir uns natürlich an. Hey Lance, ich bin etwas unschlüssig, was ich dir raten soll. Die Seeds haben keinen Anspruch auf das Grundstück. Die Station steht schließlich auf Staatsbesitz. Aber wenn ihre Leute da in der Gegend rumlaufen und, wie hast du das genannt, Messungen vornehmen, dann könnte man diese Leute bestimmt wegen Hausfriedensbruchs belangen. Ich weiß, die sind irgendwie komisch und reden nicht viel, aber die verschwinden schon, wenn du deutliche Worte findest. Ich meine, wie gefährlich können diese Verrückten schon sein? Was? Unentdeckt spielen gibt extra Punkte? Wo hast du extra Punkte gesehen? Das Jagen fehlt mir wirklich. Guck mal, der hämmert hier, macht alles wieder ganz. Sehr schön. Sehr schön. Haben wir schon den ersten Außenposten befreit quasi. So, wir sollen weitergehen. Machen wir auch. Und ich werde dann, wie gesagt, man hat drei Stadtteile, nenne ich es jetzt einfach mal, drei Bezirke, drei Regionen. In jeweils einem davon ist ein Gruppenmitglied der Seeds, dieser Sektenanführerfamilie. Und ich werde einen Stadtteil nach dem anderen machen. Angezockt haben wir ja jedes zwei Stunden reingeguckt. Aber da werden wir dann schön eins nach dem anderen machen. Dann ist man auch nicht so rausgerissen aus der Story. Wenn die Seeds aufgetaucht sind, ist das Wild total schreckhaft geworden. So. Hallo Flamey, Grüße. Ich weiß, was du denkst, aber nein. Ich werde dich nicht im ganzen County auf Türme klettern lassen, keine Sorge. Pass trotzdem auf, dass du nicht runterfällst. Das Geile ist, jetzt wo er das sagt, nein, ich werde dich nicht auf alle Türme und dann Karte aufdecken lassen. Heute gucke ich auf Instagram bei Ubisoft und da kommentiert dann so einer, wow Ubisoft, wieder mal ein Spiel, wo man auf Türme klettern muss und alles, um Kartenteile freizuspielen. Wie innovativ, gab's noch nie. Ubisoft antwortet einfach nur so, alles klar, du hast Far Cry anscheinend noch nicht gespielt. Hat gerade voll gepasst. So. Dutch Insel. Hey Deputy, ich krieg jetzt ein starkes Signal rein. Sieh mal auf deine Karte. Ich erklär dir, was ich so höre. So. Schauen wir uns mal das große Ganze an. Zoom aus deiner Karte raus, damit wir das gesamte County sehen. Haupt County ist in drei Regionen unterteilt. Im Norden sind die Whitehill Mountains. Dort hat Jacob Seed das Sagen. Der älteste Bruder dieser Scheißzippe. Jacob ist der, der die Sekte ausbildet. Und er ist verdammt gut in dem, was er tut. Eli und die Whitehill-Miliz haben alles gegen ihn versucht. Aber er wird ihnen schon bald den Gnadenstoß versetzen. Südöstlich von dort ist der Henbane River. Das ist das Revier von Faith. Ihr kleinen Schwester. Ich habe viel darüber gehört, dass die Menschen dort im Bliss den Verstand verlieren. Im Westen findest du das Holland Valley. John Seed ist da gerade erst aufgekreuzt und nimmt sich im Namen der Sekte einfach alles. Nahrung, Vorräte und sogar Menschen. Ich kriege jetzt noch viel mehr Signale aus dem gesamten County rein. Ich werde dich über alles Nützliche informieren. So. Und hier können wir dann auch, wie gesagt, die Mission machen. Wie gesagt, hier haben wir die Region. Im Angezockt habe ich in alle zwei Stunden reingeguckt, circa. Wir werden jetzt eine Region nach der anderen machen. Da Faith am coolsten ist, hebe ich mir die bis zum Schluss auf. Das Beste kommt zum Schluss. Wie gesagt, da rennen so Zombies rum und so. Das finde ich am geilsten. Jacob ist ganz auch ganz gut. Deswegen würde ich sagen, ich fange mit John an. Wir fangen unten an und gehen dann so im Uhrzeigersinn rum, würde ich sagen. Deswegen fangen wir mit John an. Und gehen zur Farm. Und da gehen wir auch hin. Boomer ist unser Hund, beziehungsweise ein Hund, der dann unser Begleithund wird. Und da habe ich Bock drauf. Der Nebel sollte sich bald lichten, dann können wir dich von der Insel runterschaffen. Hab Geduld, es dauert nicht mehr lange. Das hoffe ich für dich, Kollege.